meine Gamer und recht herzlich willkommen wieder zu einem Let's Play League of Legends. Ja, ich bin hier in einem Jagd nach Platin Game und spiele genau auf der Top Lane und ja, ich muss jetzt wahrscheinlich gegen irgendwas Starkes spielen. Noch gar nicht so drauf geachtet, aber gegen Maokai. Ja, Maokai ist stark, würde ich mal sagen. Also der hat starken Sustain, immer durch seine Passive. Und ja, er macht auch nicht gerade wenig Schaden, also dafür, dass er ein Tank ist. Mal gucken, wie ich so gegen den Typen klarkomme. Wir haben auch einen Echo im Jungle. Sieht man jetzt auch nicht so häufig, ob man damit so gut carryen kann in der Solo-Queue. Ich wage es zu bezweifeln, aber... Naja, mal gucken. Ist das der Reißverschluss? Ja, das ist der Reißverschluss. Lol. 30 seconds until minions spawn. Aber wir haben, glaube ich, beide starke Late-Game-Teams. Also Jinx ist mega stark im Late-Game. Aber Caitlyn ist auch nicht schwach im Late-Game. Also so viel kann man schon mal sagen. Und, ja, also Echo im Late-Game, es geht so. Aber Yasuo ist wieder mega stark im Late. Ich bin auch, stark im Late. Braum ist einfach nur richtig tanky. Stark oder so würde ich ihn jetzt als nicht bezeichnen. So, Udyr ist auch stark, Jinx ist stark. Six hat auch einen starken Damage. Maokai ist einfach so tanky und alles da auch. Also ich würde sagen, dass die Teams so relativ ausgeglichen sind. Nur, dass ich auch halt ein bisschen Damage mache. Oh, ich hab den einen Minion verkackt. Das meint nicht, was ich gerade meinte, damit, dass er nicht wenig Schaden macht. Man sieht, diese Q ist mega stark. Ja, ich krieg ihn. Hätte ich jetzt noch meine E gehabt, dann wäre ich noch, hätte ich noch versucht, instant auf irgendwas oder irgendwo hin wegzuspringen. Dann hätte ich vielleicht sogar überlebt. Aber jetzt war es erstmal für ihn mehr Wurf, würde ich mal so sagen, weil er halt First Blood bekommen hat. Aber. Naja, er hat jetzt halt gar keinen Escape mehr. Oh Gott, das war bad. Den wollte ich gar nicht anhinten. No F. Du. Ich glaube, ich werde als erstes auf Spirit Visage gehen. Das kann mir gegen ihn schon so nicht helfen. Wenn ich dann auch nicht so viel farmen müssen würde, wäre es schon... Oh Gott.
Zack. Immer mal schön mit dem Boomerang poken. Ach man. So bad. What? Naja, egal. Oh, ich bin tot. Ich hatte leider keine Vision. Hat sie denn wenigstens einen guten Farm? Oh, es geht so, ne? Also, der ist gut für die Minute, aber dagegen hat Jinx auch gut gefarmt. Und poked wahrscheinlich auch noch. Oder beide ADCs poken nicht. Man weiß es nicht. Oh. Der Maokai steht jetzt schon 2-1. Der hat halt ein richtig krasses Early. Weil er hat schon so eine Grundtankiness und wenn man dann in den Runen oder so ein bisschen AP mit hat, dann macht das schon mega Schaden. Oh Mann. Wow. Da kam gerade so eine Jinx-Ult angeflogen. So. Ja, ich benutze TP. Bin ich schneller auf der Lane und verliere nicht so viele Minions. Kann ich besser das so machen. So. Nice, ja so. So, ich habe das jetzt mal so gemacht, dass die Minions nicht in den Tower laufen.
Au. Oh Gott. Was? Ich stand doch gar nicht drin, ich bin doch nach vorne gelaufen. Hey, ich hab's gerade irgendwie nicht gecheckt. Stand ich wirklich so da drin? Nein, kriegen die. Oh, oder sie failen alles. Oh Gott, das ist so ärgerlich. Ich hatte nämlich gerade meine Hand von der Maus hochgenommen, weil ich mich im Gesicht gekratzt habe und dann kommt auf einmal so eine Ulti und ich gehe wieder auf die Maus und denke, ich bin draußen. Und nein. Natürlich nicht. So. Sind wieder alle gegen den kleinen Gnar. Das war einfach dann gerade richtig gefailt. Wow. So, ich gehe wieder weg. So. Gegen Maokai muss ich halt das nächste Mal gucken, dass ich da ein bisschen anders spiele. Weil ich habe jetzt Gnar schon so oft auf der Toplane gespielt. Also wenn man jetzt auf meine History guckt, sieht man fast nur Gnar Games. Aber mit ihm ist halt nicht so schlimm, wenn man mal das Early oder so verkackt.
Ach Mann. Ah, es ist so nervig. Ich darf gar nicht mehr pushen. Ich muss einfach nur noch am Tower stehen. Ich krieg den härtesten Babysit ever. Ich bin gerade einmal an meinem Gegner gestorben. Also, ohne dass er ihm geholfen wurde. Der steht jetzt 3-1 und das alles nur durch Ganks. Obwohl er mich im One vs. One wahrscheinlich auch fertig gemacht hätte. Alter, der Six kam, der Udyr kam. Oh, es war so bad. Ich hatte einfach nie Vision. Weil ich krieg einfach null Gold. Aber mein Team sieht so aus, als ob die das regeln würden. Aber trotzdem ärgert mich das. Wow, das auch schon wieder. Drei Minions und ich verkack alle. Wow. Brech mein Autotech schon wieder ab. Geil, man sieht gerade, es läuft. Kappa. Ah! Ey, Mann. Nice. Das war mal gut. Lol. Die Sounds von Echo. So. Haben wir das jetzt mal. Und man hat gerade gesehen, im Fight. Ja, da ist der Yasuo jetzt schon so ahead. Der wird uns einfach carryen. Und da macht es auch nichts, dass ich jetzt halt so behind bin, dadurch, dass ich übel gebabysittet wurde. Aber man muss dazu auch sagen, dass es bad war, weil ich hatte halt so immer was ausgegeben, dass ich nie Gold irgendwie für Wards hatte. Und da hätte ich auch für ein bisschen mehr Wards sorgen können. Wow, ich Autotech ihn, bekomme keinen Assist.
Wow, mein Team stompt die aber gerade übel weg. Bots. Also, ich gehe erstmal back. Wow, das war auch gerade close. So, ich gehe jetzt mal auf die nicht Full Damage Variante. Kann ich die getten? Okay, nice. Ich habe sogar meine Q gefailt. So. Pushen wir einfach die Mitte durch. Können wir easy machen. Bots. Bots. So. Putz. Komm, Leute. Haben wir die schön gegen die Wand gehauen und einfach getötet. No, no. Oh. Und meine neutrale KD ist noch kaputt gegangen. Tötet den Nexus. Wir werden Sieger sein. Ja, ich würde dann sagen, das war's mit dieser Runde. Aber ihr könnt jetzt dann nochmal gucken, wie viele Punkte ich bekommen habe. Und dazu muss ich dann eben nur die Szene ändern. Welche Szene ist denn das? Ja, genau. So. Und, oh, oh Wunder, 21 Punkte habe ich bekommen. Man sieht ja jetzt auch, ich habe in dieser Season 269 Wins und 269 Loses, also ausgeglichen. Und ja, den Damage können wir uns jetzt auch nochmal angucken. Also ich habe aus meinem Team den zweitmeisten Damage an Champions gemacht. Und insgesamt, ja, war da der Yasuo am meisten, danach kam dann Echo und danach dann die Caitlyn, aber ich glaube, ich habe auch ganz schön viel Damage, ja, getankt. Am meisten aus unserem Team. Ist ja auch kein Wunder, wenn man gebabysittet wird. Ja, aber das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es gefallen hat, schaut doch öfter mal mit dem Kanal vorbei. Und lasst doch einen Daumen nach oben da. Tschüss und bis nächstes Mal.